Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns, Tropica Pictures. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr mit DaVinci Resolve eure Videos flüssig schneiden könnt, obwohl euer Computer der letzte Schrott ist. Und wie ihr das macht, erfahrt ihr in diesem Video. So, dann ziehen wir hier kurz mal als erstes die Timeline rein und dann geht's auch schon los. Achso, bevor es noch losgeht, nochmal eine kurze Info. Falls ihr neu auf unserem Kanal seid, abonniert ihn doch einfach und aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand, denn in nächster Zeit kommen noch ein paar coole neue DaVinci Resolve Kurztutorials und ein paar coole neue Videos. Zum Beispiel am 24.12. kommt das neue Video raus. Also abonniert einfach mal, dann bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's auch schon los. Okay, wie ihr gerade schon gesehen habt, haben wir jetzt das Video hier in die Timeline gezogen. Und damit wir das jetzt auch einigermaßen flüssig anschauen können, klicken wir als erstes hier auf das Zahnrad, Project Settings und wählen hier bei Optimized Media und Render Cache also ein Viertel aus und klicken dann auf Save. Und jetzt gehen wir einfach hier zu unserem Video, einrichten, machen einmal Rechtsklick drauf und dann wählen wir hier Generate Optimized Media aus. Warten kurz, bis er das generiert. Das geht auch ziemlich schnell, obwohl mein Computer jetzt nicht so gut ist. Genau. Und dadurch wird halt dann nachträglich das Video in einer schlechteren Qualität sozusagen zwischengespeichert oder angezeigt. Aber und dann kann man damit flüssig schneiden. Aber der Computer gibt am Ende doch wieder das echte, gute, schöne Material mit einer guten Auflösung aus. Und wenn ich es jetzt mal abspielen lasse, geht das hier Ganze schon flüssig mit dauerhaft 24 Frames. Damit es vielleicht noch ein bisschen flüssiger geht, wählen wir hier wieder bei Project Settings oben Master Settings Timeline Resolution Full HD aus. Da ich das Video eh nur in Full HD gefilmt habe, allerdings mit 100 Frames per Second, warum ich das gemacht habe, erfahrt ihr in diesem Video hier. Also falls ihr noch Zeit habt, klickt einfach drauf und lüftet das Geheimnis. Und wenn nicht, dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.